everything changes. Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der Südhämmern. Und heute werden wir da mal einen Transport machen. Und zwar müssen wir noch den Radlader eigentlich holen von der Sandkuhle. Und den bringen wir mal zur BGA, damit wir da wieder die BGA vernünftig betreiben können. Wir holen mal den Tieflader hier. Und ja, laden nachher den Radlader auf und fahren damit mal zur BGA. Wir hatten den ja eigentlich, wo ich noch den Sandhaufen mal hatte, haben wir das ja eigentlich den darüber gefahren und damit verladen. Das geht jetzt natürlich nicht. Jetzt steht da eine Fabrik, Malzfabrik. Jo, können wir den eigentlich wieder zur BGA bringen? So ist eigentlich der Plan. Und können da vielleicht ein bisschen Geld machen. Da ist ja eigentlich noch recht viel im Silo drin. So, da stehen die ganzen Anhänger. Kommt da einer? Nö. So, und dann geht's eigentlich auch schon los. So, wir fahren mal hier lang. Da sind sogar noch die Verbreiterungen dran am Tieflader, sehe ich gerade. Wegen den Zwillingsbereifungen vom Radlader habe ich die da dran gemacht. So, ich glaube, ich muss hier lang. Genau. So, Felder sind eigentlich momentan fast alle fertig. Eins haben wir noch, wo wir noch Tabak drauf machen müssen. Das können wir dann noch machen. Die Zeit haben wir ein bisschen schneller gestellt auf 5 mal schneller. Damit wir da ein bisschen vorankommen hier. Können wir ja variieren, wie wir möchten. Aber ich denke, das ist nicht schlecht. Und wir können ja auch schlafen gehen hier bei den Jahreszeiten. Um 9 Uhr abends können wir ins Bett. Um 6 stehen wir dann wieder auf und können dann weiterarbeiten. So, das habe ich mir schon irgendwie gedacht, damit ich da hängen bleibe. Jetzt hänge ich aber da wirklich am Auto. Aha. So, der Tieflader ist so tief, da bleibe ich hier eigentlich schon bei der Brücke eigentlich hängen. Gar nicht so einfach mit dem Teil. Oh Gott. Das ist aber knapp. Da hat man aber nochmal Glück. Das hat mich schon ein, zweimal erwischt hier mit dem Zug. In der letzten Zeit eigentlich nicht mehr so. So, und dann habe ich ja gemeint, das letzte Mal, wir können da noch ein, zwei Geräte verkaufen. Vielleicht kommen wir heute noch dazu. Ein, zwei Geräte, die wir wirklich nicht brauchen. Oder vielleicht haben wir da auch noch was zum Austauschen, aber ein, zwei Sachen müssten wir da eigentlich noch veräußern, was eigentlich keinen Sinn macht.
So, da wären wir eigentlich schon. Da wollte ich nicht abhängen. Da. So. Ich komme nicht rein. Jetzt muss ich über die Absperrung springen. Okay. Wie rum stellen wir den rauf? Ich glaube so rum. Der ist schon verdammt breit, auch mit den Verbreiterung am Anhänger. Schauen da die Räder noch drüber. So, sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Das wäre natürlich noch cool, wenn wir den mit Ketten verspannen könnten, aber der sollte eigentlich so drauf stehen bleiben. So, und wenn ich das recht in Erinnerung habe, können wir den Anhänger sogar noch ausfahren. Theoretisch, wenn wir noch was Längeres hätten, können wir den noch länger machen. So. Ich versuche mal hier zu wenden. Okay, das geht. Jo, dann heißt es jetzt ab zur BGA. Und ja, da können wir da ordentlich wieder arbeiten. Gucken wir mal das Silo ein bisschen leer machen und da Geld verdienen. Und vielleicht könnten wir von dem Geld auch mal noch ein, zwei Felder dazu kaufen. Wir haben jetzt eigentlich, wenn ich alles richtig gemacht habe, haben wir eigentlich auf jedes Feld oder alle Fruchtarten, was wir eigentlich anbauen können, hätten wir angebaut. Ja, sollten wir eigentlich alles bedienen können. Aber es ist natürlich, umso mehr Felder wir haben, umso mehr können wir dann auch ernten. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir da noch ein, zwei Sachen dazu bekommen könnten. So, ich hoffe bloß, ich komme über die Brücke rüber hier. Brücke, das ist immer nur so ein Manko. Aha, und dann müssten wir eigentlich sowieso noch Holz machen gehen. Wir müssen, glaube ich, noch Paletten herstellen. Ansonsten können wir da ein, zwei Sachen gar nicht mehr bedienen damit. Oh, jetzt ist der verrutscht da drauf. Toll. Genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Kriege ich den da nicht über die Brücke rüber? Jetzt kommt von vorne natürlich noch einer. Oh Mann! Boah, jetzt stört das Auto noch. Ich weiß nicht, alle Brücken werden ja ziemlich gleich sein hier. Das bringt jetzt wahrscheinlich auch nichts, wenn ich da auf eine andere Brücke fahren würde. Es geht einfach nicht. Ich komme hier mit dem Tieflader nicht drüber. Also wir versuchen es nochmal an einer anderen Stelle. Jetzt kommt natürlich von hinten einer. Der sieht mich schon, oder?
So, wir versuchen mal die nächste Brücke. Wir geben da nicht auf. So, fahren wir mal hier lang. Bei der nächsten Brücke ist auch nicht so viel Verkehr. Da könnten wir dann notfalls wirklich den Radlader noch abladen und dann den Anhänger separat rüberfahren und den wieder aufladen. Wären vielleicht schneller gewesen, wenn wir den hätten gar nicht aufgeladen. Das sieht genauso steil aus hier. Ich nehme noch eine weiter. Wir fahren mal hier weiter. Es sind überall noch so leere Flecke. Als ob da noch irgendwo was fehlt oder wir noch was hinstellen können. Die Brücke sieht eigentlich genauso aus. Wir versuchen es jetzt nochmal hier. Jawohl. Der Radlader fällt jetzt fast runter. Ich glaube, den muss da nochmal richtig draufstellen. Okay, schauen wir mal, sollten, ob wir auf der anderen Seite wieder runterkommen. Nö, jetzt habe ich natürlich hier das Problem. Aber jetzt hänge ich denn... wirklich fest hier. Schade. Dann laden wir den Radlader nochmal ab. Und zerren nachher den Anhänger hier drüber. Natürlich schade. Hätte das gerne ein bisschen anders gemacht. Müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Jetzt kann ich ihn gar nicht anhängen, oder wie? Doch, jetzt wäre es gegangen. So, also nochmal mit Schwung. Okay, mit Schwung geht auch nicht. Muss noch mehr Schwung haben. Vielleicht muss noch ein Stück weiter zurückfahren. Meine Güte. Der Plan wäre so gut gewesen mit den Tieflader. Ich komme nicht drüber. Nicht mal leer. Jetzt hängt er doch völlig in der Luft. Jetzt kriege ich ihn gar nicht mehr bewegt hier. Oh Mann. Ich glaube, ich brauche da Hilfe. Das wird sonst hier
Also, wir versuchen es noch einmal. Jetzt habe ich mich da völlig verfranst hier. Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, das wird heute so eine Folge, wo wir Pannen, Pech und wie heißt es? Ich hab's vergessen. Eine Pannenfolge. So, jetzt. Dieses. Okay. Wir nehmen mal den Großen hier und werden da mal zur Hilfe eilen. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Abschleppstange hier. Aber ich glaube, den LKW kann ich hier vorne keine Abschleppstange ranmachen. Aber wir versuchen da mal ein bisschen von hinten zu schieben. Vielleicht geht's ja. Okay, machen wir Trick 17. Wir machen hier den Traktor Tempomat rein. Wir werden von hinten schieben und mit dem LKW noch fahren. Dann sollten wir den eigentlich hier drüber bekommen. Und ja, ich hoffe, so funktioniert es. Okay. So funktioniert es auch. Okay, es geht wieder. Oh, warte. So, na das ist ja mal wieder so eine Pannen-, Pech- und Pleiten-Folge hier. Also Tieflader hier für die Karte nicht wirklich geeignet. Auf jeden Fall kommen wir da nicht über die Brücken drüber. Okay, aber wir schaffen das. Wir kommen jetzt zur BGA. Mit Hilfe vom Traktor, der da noch geschoben hat, haben wir das natürlich das Teil hier rüber schieben können. So. Jetzt aber. So, warte mal, wir nehmen hier die Abkürzung. Jawohl, da sind wir ja dann gleich mal bei der BGA. Kein Problem. So, genau. Was wir eigentlich noch das nächste Mal machen sollten, mal ein bisschen Wasser zu die ganzen Industrie bringen. Boah, der kippt mir hier fast um. Damit die da weiter produzieren können, weil teilweise ist ja noch was... Boah. Okay, Bahnschienen ist auch nicht so geeignet. Vielleicht ist es auch so ein Teil, was wir wieder verkaufen hier, den Tieflader. Wäre zwar nicht schlecht, aber so können wir den nicht nutzen. Oder wir kaufen einen anderen. Das wäre natürlich auch möglich. So.
jeden Fall haben wir es geschafft. Wir sind bei der BGA. Jetzt haben wir da eigentlich Tore. Können wir die öffnen oder wie? Hier konnten wir ja früher reinfahren. Okay, das funktioniert. Rolltore. Sehr schön. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Warte mal, hier machen wir mal noch das Licht aus. Und jetzt fahren wir mal mit dem Radlader hier eigentlich nach oben. Genau, da können wir dann hier auch wieder in der BGA weitermachen. Ja, gleich mal eine Schaufel reinschmeißen, schauen, ob das noch funktioniert hier. Tipptopp. Gibt's gleich mal wieder ein bisschen Knete. Gut, dann ist der eigentlich wieder zu seinen Aufgaben übergegangen und können wir den eigentlich hier lassen. Und wir können hier wieder ein bisschen das Teil hier füttern. Jawohl. Super. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen lustig. Ja, wie gesagt, es klappt nicht immer alles. Der Tieflader ist zwar ein cooles Teil, aber über den Brücken kommen wir da nicht wirklich drüber. Jo, dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann.